Wollte gerade etwas verkaufen, dann bin ich auf ihn gestoßen, aber anscheinend kann ich bei ihm gerade nichts verkaufen. Ich kann nur stark ausschauen. Schauen wir mal stark aus. Okay, harter Junge. Was geht Ihnen durch den Kopf? Ja. Ich kann nichts Oh verkaufen. gut, ich muss wieder an die Arbeit. Und wo sind die anderen? Ich habe niemanden gesehen, wie ich hier reingegangen bin. Ist eine leere Hütte gerade. Und dunkel ist es auch noch immer, obwohl ich schon geschlafen bin. Walter, mit Was dem darf habe ich ich denn schon sein? geredet. Der Doc kann mir was verkaufen. Ich will doch nur meinen Dreck loswerden. Ich will doch nur meinen Dreck loswerden. Oh, hab ihn aufgeweckt, hätte stillen können. Hoffentlich haben Sie Krebs, denn so wie Sie aussehen, brechen Sie gerade Regel Nummer 1. You look like a give a damn. Na klar doch, schnell und einfach und billig. Nur 100 Kronkorken. Zu viel. Wenn es so sein soll, ich habe nichts dagegen. Ja? Was darf es denn sein? Hier, 117. Das reicht doch weg mit dem Dreck. Das ist auch gleich weg. Magnum wird aufgehalten. Holzhammer, Flammenwerfer müsste ich was reparieren lassen. Moira wäre die richtige Person. Ei, beim nächsten Mal. Kronkorkenmine ist mir fast zu gefährlich, ehrlich gesagt. Aber ich behalte sie mal. Ich hoffe, die kann ich miteinander reparieren. Wenn wir sehen. Baseball. Kampfanzeige. Das werde ich ja später zwar nochmal brauchen, aber. Map. Oh. Gib mir dein Steam Pack. Eins. Und. Weg mit dem Dreck. Hol ich mir noch ein Steam Pack. Perfekt, perfekt. Sind Sie fertig? Gut. Nicht vergessen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Nee. Ich meine, ja, das wird ein vorsichtiges Let's Play. Was für Quest nennen wir? Verdammt, das ist so kompliziert, da sich zu bewegen. Was haben wir da? Reiluft-Kino schaut gut aus. Komischerweise nach einer Folge, nach 30 Minuten, geht mir schon die Stimme weg. Dafür habe ich jetzt nach der Folge mal die Musik lauter gedreht und ich bin nicht ganz geheilt. Ich merke gerade, dass mein Schlafen nicht ging. Dann warten wir halt. Mein Schlafen hat es nicht gespeichert. Okay. Karte sagt, ein bisschen nach rechts. Und mein PC überhitzt gerade. Gibt's ja nicht. Oh, verdammt, Muni hätte ich kaufen können. Muss unbedingt zu Moira nach dieser Folge. Das ist das Kino. Tasse, Tasse, Tasse. Pugilismus. Obwohl, wir werden uns nicht prügeln. Pflegen. Mit denen prügeln wir uns. Solange es nichts Gefährlicheres ist. Auf hier. Mitnehmen. Getroffen.
Undead! Oh, wo kommt der her? Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Kein Medic. Ach, ich bin nicht mehr gute Waffen. Fünf Flammenwerfer, Holzhammer, Granaten. Aber ich hab, bin zu kurz, direkt vorher, ich bin direkt vorher. Ich muss seine Beine kaputt machen. Nicht die Bläflige. Nicht die Bläflige. Oh. Dann kann ich ihn, wenn dann von dort gerne erwischen. Erwischt mich gar nicht. Ich habe sowas von den Low Ground gerade ausgenutzt. Ach du. Der Flieger hat im Endeffekt mehr Schaden gemacht als der Supermutant. Wo hat es mich jetzt nicht gerade hingeschossen? Und das Ding. Will ich das überhaupt versuchen? Ach, er hat mich fast gewonshottet. Das brauche ich gar nicht versuchen. Verdammt. Oh, ich brauche Moni, ich brauche irgendwas. Mit einem Leben habe ich es überlebt. Okay, Moira. Wie schaut meine Rüstung aus? Ah. Unversehrt. Krass. Einfach krass. Wie lief die Plünderung? Haben Sie die Lebensmittel und Arzneien aus dem Super-Duper-Mart? Nein, das geht nicht. Jeder Tag, an dem Sie mir bei dieser Forschung nicht helfen, ist ein weiterer Tag, an dem Menschen sterben könnten. Ohne Forschung kann ich nichts schreiben, sonst befolgen die Leute falsche Ratschläge und sterben erst recht. Machen Sie sich an die Arbeit. Alter, ich wäre fast gestorben. Na klar doch. Ach du verdammt Laser. Hitlerwerfer. Oh, hast du 10mm Muni? Ja. Danke. Schrotpatronen, her damit. Ich nehme sie. Ich kaufe sie. Ach du.
Flammenwerfer kann sie mir auch gleich reparieren dann. Gute Jagd. Haben Sie Kronkorken für mich? Dann gibt's keine Probleme. Bis bald. Ich bin mir nicht sicher, ob der was hämmert oder einfach nur mal an die Wand klopft, damit ich leise bin. Eins von beiden. Nein, so. Einfach raus aus der Stadt, okay. Krass. Ich hab den Dode schon ins Auge. Geblickt. Tode schon ins Auge geblickt. Okay, gehen wir Richtung Super Duper Markt. Ich glaube, ich kann mir gleich das Farmen nehmen, wie ich den Supermutant sehe. In meinen Warts. Und schon wusste, dass ich halb tot bin. Aber ich hab's rausgeschafft. Einfach ignorieren. Oh. Der Bastard. Ich gehe mal eine Runde schlafen. Eine Runde schlafen. Hallo. Ah. Oh, krass. Marvelsratte und Hund gängen ab und mich. Offensichtlich verwundet, dürfte ich Ihnen einen alsbaldigen Arztbesuch ans Herz legen. Wasser.
Was? Wasser. Sehr wohl, bitte sehr. Danke. Ich wünsche einen schönen Tag. Also nach dieser Folge mache ich eine Pause. Nach dieser Folge mache ich eine Pause. Jetzt schon zwei Nahtoderfahrungen. Krass. Oh boy. Oh boy. Ja, was habe ich gesagt? Sobald ich aus Megaton draußen bin, beginnt die richtige Permadeath-Erfahrung. Und hier haben wir sie. Die richtige Permadeath-Erfahrung. Wo ein Hund und ein Maulwurfsrat auf dich abgängen. Und ich schon gar nicht mehr reden kann jetzt. Zu viel Panik in meiner Stimme. Zu viel Panik in meiner Stimme. Das Supertupermarkt. Aber was ist hier drüben? Da gibt es irgendwo einen Town mit sehr vielen Ameisen. Ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Farmspot. Obwohl es Feuerameisen sind. Wir sind ja auch nicht so ohne. Will mal schauen, was da drüben so los ist. 360. Oh, ich glaube Raider waren's. Ich glaube Raider gibt's ja. Nein. Nein, danke. Vielleicht ein anderes Mal. Ich bin noch so schwach. Schon fast beängstigend. Und wieder. Der ist einfach durchgedived. Hat diesen Sprung an. Oh, okay. Diese Monster, die werden mich kriegen. Diese Dinger, es kommen immer mehr. Die machen mir Angst. Machen Sie, dass das aufhört. Sie sehen stärker aus als die anderen Erwachsenen. Können Sie mich beschützen? Diese großen Dinger. Ganz Graded schwimmelt von ihnen. Und sie haben alle Leute umgebracht. Bitte. Bitte suchen Sie meinen Papa. Es war früher irgendwie schön. Dort hat uns keiner belästigt. Ich glaube, das lag daran, dass wir so nah bei Washington waren. Wir waren 7 Leute und wohnten in alten, großen Häusern. Ich glaube, ich bin als einziger übrig. Alle anderen wurden von diesen Viechern geholt. Ich habe die Leute nicht gut gekannt. Keiner ist lange in Graditch geblieben. Die Ruinen von Washington sind nicht besonders schön, um dort zu wohnen. Papa hat auch immer davon geredet, bald wegzuziehen. Wir waren ungefähr seit einem Jahr hier. Abgesehen von mir und Papa gab es dort Dr. Lesko, der bei uns wohnte, und dann noch Will Brandes mit seiner Mama und seinem Papa. Ich glaube, sie sind jetzt alle verschwunden. In Ordnung. Was ist denn? Gibt es große, eklige Dinger, die auf 6 Beinen herumkriechen.
Sie haben riesige Zähne und schnappen sich alles, was ihnen über den Weg läuft. Mein Papa nannte sie immer verdammte Ameisen. Naja, es war halt seine Bezeichnung. Ich nenne sie einfach Feuerameisen. Ja, ich weiß schon. Mein Papa hatte ein Gewehr, mit dem er die Dinge abknallen konnte. Aber er sagte, das seien die beklopptesten Ameisen aller Zeiten gewesen. Er riet allen, auf ihre Antennen zu schießen. Wie auch immer er das gemeint hat. Nein, diese Viecher sind erst in den letzten paar Monaten aufgetaucht. Zuerst liefen sie nur vor der Stadt herum. Aber dann kamen sie in die Stadt und... Naja, den Rest wissen sie ja. In Ordnung. Was ist denn? Suchen Sie nach dem Haus in der Nähe des Schildes, das am Boden steckt. Es ist in der Nähe des Restaurants. Kaum zu verfehlen. Wirklich? Das würden Sie tun? Vielen Dank. Mein Haus ist das neben dem großen Schild und dem alten Restaurant. Bitte, finden Sie meinen Vater und bringen Sie ihn dazu, zurückzukommen. Nein. Ich habe nur das, was ich bei mir trage. Naja, da gibt's den kleinen Unterschlupf neben dem alten Restaurant. Papa hat mir gesagt, ich soll da wegbleiben. Aber ich glaube, es ist sicher. Ich gehe rüber und warte drin. Schnell zurück. Ah, oh, der Kleine hat mir Angst gemacht. Hat mich total erschreckt. Okay. Das ist die Mission mit den Ameisen, die man unschwer erkennen konnte. Jetzt schauen wir mal, was da unten abgeht. Sehr oft ziemlich verschieden. Wildländer. 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 Okay, die machen die Raider für mich weg. Das ist immer ein guter Anfang. Bin ich froh, dass es vorbei ist. Hey Jungs, wie geht's euch? Ihr seid freundlich, oder? Ich auch, ich auch. Überhaupt, wenn ich in der Unterzahl bin. Und nicht so gut bewaffnet. Jagdflinte. Na, was zur Hölle wollen Sie? Wir haben zu tun. Wir sind auf der Suche nach diesem Ort im Norden namens Oasis. Da soll's eine Menge gutes Zeug zu holen geben. Aber wir sind nicht daran interessiert, mit jedem der hergelaufenen Ödländer zu teilen. Darum müssen wir sie jetzt töten. Aha. Schau an. Nicht cool. Nicht cool. Oh. Mist. Hinter mir sind die anderen zwei. Das heißt, ich muss in diese Richtung dann weiter rennen. Macht ihn fertig. Das ist hoffnungslos. Dann haben wir aufgegeben. Gut, gut, gut. Vollobstschlagring. Nämlich Wein verkaufe ich. Warte mal, die sind doch nicht ganz. Das ist hoffnungslos. Nein, er. Ja.
Sehr schön. Hilfe! Wirst mich angreifen und dann wegrennen. Das ist hoffnungslos. Mist. Ich muss den gleich wegmachen, bevor der entkommt. Jetzt da. Ich mach mich. Ich hasse es, wenn sie weglaufen. Ich. Nein, bleib stehen. Gleich vorbei. Bier, nichts wert. Wodka ist was wert. Okay. Dann wird hier fertig gelootet. War das eine Mine oder war das eine Granate, die er auf mich geworfen hat? Das frage ich mich noch. Den Supermarkt mache ich in der nächsten Folge. Hier, gelootet. Hier haben wir noch einen Bus, wo es drin sein könnte. Nein, falsches Spiel. Hier gibt es keine Büsse, wo man reingehen kann anscheinend. Dann gehen wir noch ein bisschen ans Ufer. Ich glaube, da gibt es noch einen Unterschlupf, wo der Kleine auch ist, wo eben ein paar Jäger sind, wo man was verkaufen kann. Ach du Kacke, ich habe hier keine Muni mehr. Die haben sich da einen Riesenkorpion geholt, wie es ausschaut. Nein, der Riesenskorpion holt die Dinger weg. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Ich hier. Oh. Ich habe wieder meinen Spezialtrick eingesetzt. Dich ja zum Glitschen zu bringen. Ja. Jetzt geht die Jagdflinte auch mit. 32. Ja, 032. 032. Spannend, ich weiß. Oh! Ich hab's verschrien. Noch immer nicht tot. Na, geht doch. Oh, wow. Das war wieder ein 2 Minuten Red Scorpion Fight, wo ich das Ding nur zum Glitschen bringe.
Ja, genau das sind meine Fallout-Fights. Die hatten ja keine Chance, die Ameisen. Die werden vielleicht doch leicht sein. Meine New Vegas waren sie auch ziemlich leicht. Ich will trotzdem noch zu den Jägern. Ich hab nicht die gleiche Muni für einen fetten Fight mehr. Almost Parker. Raider. Nein, andere Seite. Irgendwas vor mir. Schluss mit dem. Bettler! Ist das eine Kampfschrotflinte? Verdammt geil. Oh, das Ding brauche ich. Ich darf da nicht zu nahe kommen, aber das ist gerade schwierig. Granate, ich weiß schon. Granate. Na, noch immer nicht. Der Raider fliegt. Ich hab null Muni mehr. Oh, Kampfflinte. Hubris Comics. Perfekt, jetzt habe ich Schrotflinten-Muni. Das habe ich sogar was gekauft. Ich brauche noch gar nicht in den Super-Duper-Markt gehen, ich bin viel zu schlecht vorbereitet. Um ehrlich zu sein. Ich glaube, Ameisenfalten wäre eine bessere Wahl, überhaupt mit Schrotflinter jetzt. Aber ich muss mich noch besser vorbereiten. Hallo Oma. Wo ist die Oma hin? Bin noch drinnen gegangen. Kann sein. Okay. Hubris Comics. Das kommt mir zu stark vor. Das kommt mir alles zu stark vor. Megatown, Megatron. Raidage. Ja. Peace aus. War eine krasse Folge. Viel Fights. Huh.